Herzlich willkommen zum fünften Wortwechsel. Kurz vor Ostern haben wir hier mit Monika Rüger aus Engelberg und Mike Egger aus Berneck, St. Gallen. Hallo miteinander. Grüezi miteinander. Hoi Tom. Hoi Mike. Wir haben zum Beispiel gerade in den letzten zwei, drei Tagen interessante Sachen in der Zeitung. Und wir haben ein paar Eingaben von unserem Publikum. Die wissen schon länger, dass man auf eine E-Mail Fragen eingeben kann. Und die werden wir hier in unserem Wortwechsel behandeln. Das E-Mail, das könnt ihr auch jetzt während dem Wortwechsel nutzen. wortwechsel@auns.ch. Das E-Mail ist wortwechsel@auns.ch. Und wenn ihr da jetzt noch irgendeine Eingabe macht, je kürzer, desto besser. Dann versuchen wir das auch noch in unsere Diskussion hineinzunehmen. Ich bin der Tom Meyer, ich mache für Downs Online-Kommunikation und bin Medienmacher. Ich komme aus Belp bei Bern. Downs steht für Freiheit, direkte Demokratie, Neutralität. Wir werden auch die Themen jetzt ein bisschen bearbeiten. Wir werden nicht allzu fest über die ganze Debatte zur Corona-Krise, zur Pandemie, zu Massnahmen vom Bundesrat, gut oder schlecht, zu Lonza und so weiter, zu diesen allen Sachen werden wir nicht zu fest darauf einsteigen. Das würde einfach zu breit werden. Und da kann man die eine Meinung haben oder die andere Meinung haben und trotzdem grundsätzlich für Freiheit sein. Darum, wir wollen ein Thema in diesen zwei Sachen tangieren. Ich möchte jetzt aber noch schnell noch mal kurz in Engelberg vorbeikommen. In Engelberg, wie viele Restaurants hat es etwa in Engelberg? So plus minus, Monika. Wir sind ein Touristenort und von dem her haben wir eigentlich sehr viele Restaurants. Ich schätze mal, wir haben sicher an die 20 Restaurants. Und in Engelberg. Also uns bereicht es massiv, die ganze Corona-Geschichte, Tourismusort. Wir haben rund, sagen wir mal, 80-85%, die vom Tourismus abhängig sind, die irgendwo in einer Form oder auch in der Baubranche natürlich im Tourismus arbeiten, Arbeiten von dort überkommen. Ja, und uns bereicht es enorm jetzt, die Corona-Krise. Es ist ganz schwierige Zeit gerade. Wie viele Beizen haben immerhin dürfen aufgehen, nachdem du auf nationaler Ebene hast nachgestüpft. Weizen für Bützer. Wie viele in Engelberg? Genau. Also wir sind ja ein 4200 Seelendörfli in Engelberg. Und wir haben doch 3 Restaurants, die offen sind für die Leute, für die Bützer. Und es ist für die auch natürlich sehr praktisch, weil gerade im Touristenort haben wir natürlich Hotel. Meistens hat das Hotel ein eigenes Restaurant und die haben jetzt eigentlich immer dürfen offen haben für die Hotelgäste. Und von dem her ist es für die eine Win-Win-Situation, weil sie können dann wirklich ihr Personal auch noch am Mittag dafür einsetzen, also wenn die Leute auf der Skipiste sind. Die Hotelgäste können sie aufmachen für die Bietzer. Es war bis jetzt auch immer so, dass die Restaurants auch Bietzer hatten. Und von dem her, die sind extrem dankbar. Also nicht nur die, die Restaurants haben. Ich habe jetzt schon so von sehr vielen gehört, dass vor allem halt auch die Arbeiter, also ich habe es eben Bietzer genannt, dass die Arbeiter, die mit dem Frussen arbeiten, dass die extrem dankbar sind. Ich habe gerade heute das Mail bekommen und das hat mir auch fast ein bisschen das Herz abgedrückt. Da hat einer gesagt, er müsse ganz ehrlich sagen, er sei sich vorkommen, Januar, Februar, wie ein Tier frussen, wo einfach in der Kälte, wie ein Tier sei sich vorkommen, nicht mehr Wertschätzung. Mhm. Und da ist, ja, ist gut ist das. Die Schweiz ist dir extrem dankbar. Also zur Info, Monika Rüger ist die Frau, die auf nationaler Ebene hat durchgedrückt, dass Bützer ihre Beizen eigentlich den ganzen Tag offen haben, also dass nicht nur im Bundeshaus eine sogenannte Kantine darf offen haben, sondern dass auch in der ganzen Schweiz, dort wo die Bützer eine Beiz brauchen, dass die als Kantine taxiert wird, sozusagen. Mike, du arbeitest im Detailgrosshandel im Bereich Fleisch, du bist ursprünglich ja Metzger. Hat er gerade ein bisschen mehr Umsatz gehabt jetzt wegen der Monika?
Ja, also im Detailhandelsbereich sind wir die grossen Profiteure von dieser Krise. Es ist definitiv mehr gekauft worden, was sich natürlich auf die Umsatzzahlen auswirkt. Wo ich aber der Monika sehr dankbar bin, ist natürlich für den elterlichen Betrieb. Ich bin Sohn von einer Gastronomiefamilie und wir nutzen das natürlich auch, dass wir jetzt am Mittag wieder die Bützer verpflegen können, weil meine Eltern, die wollen nicht Almosen vom Staat, sondern die wollen ihrer Leidenschaft nachgehen, ihrer Passion nachgehen, das Bewirten von den Gästen. Und dank der Monika können sie das wieder machen. Also auch von unserer Seite nochmal herzlichen Dank, Monika, für die super Idee, die wirklich auch genutzt wird von der Gastronomie, weil es sind nicht nur meine Eltern, die so denken, sondern die meisten Gastronomen wollen eben ihrer Leidenschaft nachgehen. Und ich denke, da ist wichtig, dass wir denen auch eine Perspektive bieten können. Und darum haben wir uns auch für das stark gemacht. Und auch für die Arbeiter draußen in der Kälte ist es eben wirklich wichtig, dass die sich anständig verpflegen können. Mike, warum bist du nicht Koch geworden? Du bist Metzger geworden als erster Beruf. Weil mir der Beruf einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Ich bin verschiedene Berufsrichtungen anschauen, schnuppern, sagt man dem. Und ja, beim Metzger hat es mir einfach gut gefallen. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Job und man sieht am Ende vom Tag, was man alles geleistet hat, was für wunderbare Produkte das man kann, herstellen kann. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Auch nachher sind Perspektiven wahnsinnig gut, wenn man sich ein bisschen weiterbildet. Man ist ein gesuchter Mann. Und, Mike beweist das. Er hat nach seiner Metzgerlehre diverse Weiterbildungen gemacht, bis zum MBA und ist heute im Management vom Grosshandel im Bereich Fleisch. Und das zeigt. Also, ich meine, ein kleines Kompliment an unser eigenes Bildungssystem, das jetzt da noch geflossen ist. Mike ist Nationalrat, wie auch Monika. Mike hat noch einen speziellen Wohnort, wenn er bei der Session ist in Bern. Er ist in der Polit-WG. In dieser Polit-WG ist auch der André Silberschmidt und schnell lesen. Und wer ist noch? Franziska Rieser, jemand aus den Grünen. Der André ist in der FDP, der Mike ist in der SVP. Sie haben gewettet in Bern, wie lange das herhebt, eure WG. Wie steht's? Ja, das steht immer noch sehr gut. Wir tun zwar sehr kontrovers diskutieren, gerade bei EU-politischen Themen. Da habe ich manchmal einen schwierigen Stand, aber ich probiere natürlich mit aller Kraft, die Leute zu überzeugen, dass gerade zum Beispiel der Rahmenvertrag nicht viel Wert hat und dass das Papier, das drauf steht, eben auch nicht viel Wert hat. Diskussionen sind natürlich dann bereichernd. Was sagen Sie denn jetzt gerade? Sieht es ja ein bisschen blöd aus für die EU-Freunde. Sehr blöd, in der Öffentlichkeit. Was sagen die jetzt, deine zwei Gespänli? Jetzt sind sie sehr spannend unterwegs, teils auch ausweichend. Es wird immer darauf verweisen, dass wir jetzt einmal noch das Verhandlungsergebnis abwarten müssen. Wir sind ja immer noch an den Verhandlungen. Es sind noch gar nichts für gescheitert erklärt. Und das macht es spannend. Ich bin natürlich völlig anderer Meinung und sage, das ist ja völlig logisch, dass der Vertrag keine Mehrheit finden darf. Da wird sich die Schweiz ja am Europäischen Gerichtshof unterwerfen. Und da sind sie dann immer sehr ausweichend unterwegs. Aber ich denke, das ist ja auch unsere Schweizer Politik. Und wir müssen mit anderen Parteien diskutieren können. Und darum kann man ja mit solchen selbstverständlich auch gut zusammenleben. Das belebt unser System. Genau. Eure Wege tut der Schweiz gut. Wir müssen das immer wieder mal vor Augen führen. Was ihr macht, ist exemplarisch. Wo wohnt ihr? In Bern? Wo ist die Wege? Genau, wir wohnen in Bern, Sulgenau. Dort haben wir eine Wohnung und das ist wirklich sehr ergiebig, weil man fühlt sich, wenn man heimkommt, einfach zuhause. Und es ist definitiv angenehmer, als wenn man immer aus dem Koffer rauslebt. Und zu dem einen für uns Jungen ist es auch eine Kostenfrage. Die Wohnung kommt uns zu dritten günstiger wie andere Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, das ist gut. Ja. Monika, von dir kann ich noch informieren, du bist gelernte Metallbauplanerin, du bist ja auch Nationalrätin und bist jetzt auch noch Mutter auf einmal. Vier Kinder, gell? Und wie viele wohnen noch daheim von deinen Kindern? Von diesen vier Buben wohnen jetzt noch zwei daheim. Okay, und einer ist jetzt kürzlich gerade heimgekommen und hat was gemacht? Du hast mir das vorhin gerade erzählt. Aber ich bin
Oh. Ich habe heute Gartenarbeit gemacht, aber eigentlich bin ich gerade schnell noch in der Quarantäne, weil unser Sohn am Wochenende heimgekommen ist und dann aber am Montag auf positiv getestet worden. Und jetzt bin ich heute testen und wird wahrscheinlich alles negativ sein. Also alle drei Jungs natürlich und ich und der Mann, wir sind testen und jetzt tun wir mal abwarten, das Ergebnis. Aber ja, ich nehme das da eigentlich sehr locker und beweist eigentlich, dass wir auch in dieser ganzen Corona-Geschichte müssen einfach ein bisschen nicht uns vor dem Coronavirus, vor dem Monster hertreiben lassen, sondern dass wir müssen können mit dem leben und dann ist ein Genau. gewissen Pragmatismus an den Tag legen. Genau. Wir wollen uns ein bisschen überlegen, die Schweiz als souveränes Land, oder? Der Artikel 2 der Bundesverfassung, dort steht im einen Teil, die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. Die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. Hat die Schweiz das gemacht in den letzten 1,5 Jahren? Monika. Ja, du hast jetzt gerade das Wort, ich hätte jetzt auch das Wort rausgepickt. Ich hätte jetzt genau gesagt, die Bevölkerung selber, glaube ich, ihnen ist es gar nicht mehr so bewusst, was eigentlich Unabhängigkeit heisst. Aber zumindest die Politiker wissen das nicht mehr oder es ist ihnen nicht mehr wichtig. Und das ist das, was uns eigentlich, ja, jetzt auch natürlich, auch in dieser Corona-Zeit wieder einmal mehr bewiesen hat. Ich würde jetzt mal das auch ein bisschen an einem Bundesrat unterstellen, dass man gar nicht mehr die Unabhängigkeit will. Also, man hat es gesehen, politisch auch, was abgegangen ist in der Corona-Zeit, dass man eben eigenständig schauen kann, dass es uns gut geht, dass wir sicher sind. Das war mit dem Medikament, mit der Medikamentenbeschaffung jetzt. Wir haben auch politische Diskussionen, wo uns genau die Unabhängigkeit auch dann nimmt. Also, wenn ich jetzt querschnell in CO2-Gesetze hineingehen, ist auch so ein Thema, wo wir uns massivst abhängig machen danach vom Ausland, dass wir dort den Strom haben, weil wir einfach viel zu wenig haben mit einem CO2-Gesetz. Also man will, also ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin inzwischen so weit, dass ich das Gefühl habe, es gibt Politiker, die ganz bewusst die Unabhängigkeit untergraben, die das nicht mehr wollen, dass wir eigenständig können sie, unabhängig können sie, auch unabhängig agieren. Und da müssen wir schon aufpassen und da müssen wir politisch halt die Hausaufgaben noch mehr machen, dass wir den Leuten das können erklären können, was das eigentlich für uns heisst, wenn wir denn so abhängig sind und nicht mehr können selber entscheiden, dass wir wirklich Versorgung, Grundversorgung vom Ausland müssen haben und abhängig werden. Wir haben ja, Können vielleicht drauf, genau. Trinkwasserinitiative ist genau dasselbe. Wir haben ja schon eine Corona-Krise gehabt und die Leute sind alle ein bisschen erwacht und so, aber eine wirkliche Krise, wo auch die Lieferketten es waren, oder? Wo das gehabt wäre worden, haben wir ja nicht wirklich gehabt. Mike, du kennst dich im Lebensmittelhandel aus und so. Was, wenn es neben einem Lockdown, wo schon vieles blockiert, dann auch noch relevante Lieferketten würde zutun? Was wäre denn, Mike? Das wäre natürlich verheerend und wir müssen darum auch unbedingt schauen, dass wir wegkommen von dieser Bücklingspolitik, die eben viele Leider mittlerweile betreiben. Man tut sich immer am Ausland noch orientieren. Man gibt immer noch, wenn Druck vom Ausland kommt, vielleicht nochmal kurz zurück auf die Covid-Krise, das Thema Masken, wo einfach Lieferungen zu Beginn blockiert worden sind. Das zeigt mir auch auf, dass eben viele Verträge, die wir haben, eben nur gerade Schönwetterverträge sind. Und wenn es eben dann darauf ankommt, in einer Krise, dann schaut jedes Land zuerst für sich selber. Und ich glaube, die Schweiz muss wieder lernen, mit mehr Selbstbewusstsein auch auf der internationalen politischen Bühne aufzutreten. Und jetzt auf deine Frage bezüglich der Landwirtschaft oder der Lieferketten. Da ist es eben genau wichtig, dass wir einen hohen Eigenversorgungsgrad können gewährleisten können, dass wir unsere Landwirtschaft stärken und solche extremen negative Agrarvorlagen, so wie wir sie jetzt gerade abstimmen im Juni, die gilt es natürlich abzulehnen, weil die haben ein Endziel,
uns noch mehr abhängig machen vom Ausland, indem dass man unseren Landwirten die ganzen Produktionsbedingungen massiv erschweren tut, indem dass die keine Pestizide mehr dürfen beispielsweise einsetzen, indem dass die ganze Futtermittelproduktion vom eigenen Hof gewährleisten. Das bedeutet dann auch weniger Tiere, somit einen tieferen Eigenversorgungsgrad, und was ist konsequent? Wir müssen automatisch mehr Sachen importieren, und das kann doch nicht das Ziel sein. Wir haben eine gute Landwirtschaft, und deren müssen wir Sorge tragen. Downs überlegt sich im Vorstand, dass sie zu den Agrarinitiativen sie werden das beraten und werden vielleicht Parolen rausgeben. Downs gibt das nicht bei jedem Thema aus, einfach bei Themen, die Downs betreffen. Und das könnte jetzt etwas sein, das eben gerade die Selbstversorgung tangiert und unsere letztlich Eigenständigkeit von Schweiz. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass solche Themen auch von den Auns behandelt werden. Und Auns wird massiv wieder an Gewicht auch gewinnen, weil wir müssen wirklich aufpassen, dass wir eben die Bücklingspolitik ein bisschen unterbinden können und dass die Schweiz eben wieder selbstbewusster auftreten tut im internationalen Umfeld. Weil das ist ganz, ganz wichtig für einen souveränen Staat. Die Schweiz hat ja noch nicht so lange her irgendwelche grosse Pflichtlager einfach gelöscht. Weil man halt hat gesagt, ja, brauchen wir den nicht mehr. Und wie ist jetzt so die Stimmung im Bundeshaus, in Bundesbern, Monika? Ist jetzt, kannst du sagen, mal, jetzt hat die Stimmung wieder ein bisschen auf Sicherheit gewechselt. Jetzt haben es, glaube ich, alle gecheckt. Jetzt wird man wieder ein bisschen mit eben Pflichtlager und so aufbauen. Oder ist es ihnen immer noch ein bisschen egal, dann in Bern? Ich sage es jetzt ein bisschen salopp. Monika. Ich habe immer das Gefühl, von der Wunschvorstellung und Gedanken zu der Realität ist ein riesen Weg. Und ob es dann, ob einem das wirklich bewusst ist, dass man sagt, ja, aber das hört man nicht öfter mit dem, dass man sagt, man tut selber wieder schauen, dass man die Pflichtlager aufbauen kann, dass man da uns selber kann, schützen vor unseren Einflüssen. Ich werde darauf zurückkommen, was der Mike gesagt hat. Das ist natürlich genau das Gleiche. Was heisst eigentlich Selbstversorgung? Ich glaube, die Leute, ihnen ist gar nicht so richtig bewusst, was bedeutet das eigentlich? Also wenn ich das jetzt auf eine Woche nehme, jetzt haben wir, wenn wir von Zahlen reden, wir haben jetzt gerade noch etwa 50% Selbstversorgung. Also wir würden unsere Bevölkerung in der Schweiz noch etwa für die Hälfte vom Essen können selber liefern. Und wenn wir die Initiativen würden annehmen, würde das abgehen, etwa auf 40%. Das heisst, wenn ich jetzt eine Woche nehme, wir könnten nicht einmal 3 Tage zu essen haben. Wir müssen dann 4 Tage hungern. Wir hätten kein zu essen quasi. Also wir sind darauf angewiesen, dass das Ausland uns beliefert mit Esswaren zu 60%, wenn das angenommen wird. Und jetzt ist wichtig zu wissen, ja, wie viel Vertrauen haben wir jetzt eigentlich in die Eier, in das Fleisch, in die Früchte, in die Äpfel, in den Salat, der vom Ausland dann reinkommt? Ist jetzt der wirklich gesünder angebaut? Und jetzt sind wir gerade wieder in der Politik und sagen, ja, das tönt alles gut. Aber wenn es darum geht, Farbe zu bekennen im Parlament, zum sagen, ja, jetzt tun wir unseren inländischen Markt stärken, wir tun unsere Landwirtschaft stärken, dann können wir es gerade vergessen, weil das Ziel ist von der Linken ganz klar, eben abstrafen, Trinkwasser, Pestizidinitiativen durchbringen. Das nächste in der Pipeline ist weniger Kühe haben. Wir haben noch nie so einen tiefen Viehbestand gehabt. In der Schweiz seit eh und je, aber es hat ihnen zu viel Kühe, zu viel Sui, zu viel Schafe, es hat einfach zu viel Tiere. Tiere sollten nur in den Bergen raus sein, dort dürften sie keine Leute haben, dort dürfen nur Wölfe und Ameisen sein. Und, aber essen darf man es aber auch ja nicht an Fleisch. Oder? Und das ist das Problem. Ich frage mich manchmal, ich überlege mir das auch, ich bin nicht so der Mega-Rechner oder der Ökonom, aber ich frage mich manchmal, die uns in Bern auch manchmal eigentlich etwas durchrechnen. Und wie du mir erzählst, sind die manchmal nicht so durchrechnen, gell, Mike? Wäre eigentlich nicht so kompliziert, oder?
Nein. Absolut, absolut. Monika hat es auf den Punkt gebracht. Da ist ein bisschen ein Kreuzzug gegen die Schweizer Landwirtschaft im Gang, aber natürlich auch gegen die Schweizer gegen die Schweizer Fleischwirtschaft, wo ich selber betroffen bin. Und ich glaube, dem müssen wir schon ein bisschen entgegenwirken. Es geht auch so in die Richtung Bevormundungspolitik, oder? Politik will überall von reinreden, wie wir uns ernähren sollen, wie viel Fleisch auf den Teller soll kommen. Und ich habe immer am Anfang von meiner politischen Laufbahn gesagt, irgendwann schreibt uns der Staat mal noch vor, was wir zu essen haben. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen. Die Mitte-Links-Mehrheit im Bundesbern will alles regulieren, will uns alles vorschreiben. Und darum braucht es eben unabhängige Bewegungen, Leute, die für die Freiheit kämpfen und Leute, die mit gesundem Menschenverstand Politik betreiben. Und ich glaube, das wird wichtiger denn je. Wir wechseln mal ein bisschen das Thema. Noch ein bisschen mehr zum Brüsseler Salat. Also den Brüsseler Salat wollen wir ja auch nicht importieren, oder? Monika, noch schnell vorhin. Wenn die Schweiz in einer Landwirtschaftskrise wäre, in einer Versorgungskrise, dann wäre ja Deutschland, Frankreich, Italien vermutlich auch. Könnte ja gut sein, dass die eure Krise wären. Und da haben wir ja gesehen jetzt, die würden nicht als erstes gerade uns ihre Gemüselastwagen schicken. Die würden ihre Gemüselastwagen bei sich behalten. Also wir haben ein Problem, oder? Also, unser Rahmenvertrag, ihr im Bundeshaus seid ja da so ein bisschen näher dran und ich bin immer ein bisschen gespannt auf einen nächsten Bericht von Frau Löy, die in Brüssel noch irgendwie scheinbar ist oder so und irgendwie etwas macht oder so dort, etwas versucht, was wisst ihr ein bisschen mehr noch als wir Nicht-Parlamentarier? Was wird echt rauskommen? Was macht die Frau Löy in Brüssel? Mike, du bist am Grinsen. Ja, ich habe so einen Spruch, oder? Man lässt jetzt überall in den Medien den Vertrag gescheitert, aber tot, ich sage ganz klar, totgeglaubte leben länger. Und der Vertrag ist erst gescheitert, wenn der Bundesrat das offiziell so erklären tut oder wenn das Parlament oder das Volk am Schluss entschieden hat. Und vorher ist einfach noch nichts definitiv gemacht. Das heisst, er ist noch nicht vom Tisch und wir müssen weiterhin kritisch beobachten. Frau Löy, die hat ein Verhandlungsmandat. Sie sollte 3 wesentliche Punkte nachverhandeln. Den Lohnschutz, die staatlichen Beihilfen und die Unionsbürgerschaft. Aber für mich eigentlich der wichtigste Punkt, der ist gar nicht in dem Verhandlungsmandat mit auf den Weg gegeben, nämlich der Europäische Gerichtshof, wo eben die Schweiz massiv führt in den Freiheits- und demokratischen Rechten einschränken. Es würde uns unterstellen und die EU hätte das letzte Wort. Und das ist doch der wesentliche Punkt. Den gilt es zu bekämpfen und der ist leider nicht Bestandteil von der aktuellen Verhandlungen. Und darum müssen wir weiterhin aufpassen und kritisch bleiben. Ich habe ein Mail bekommen vom Herrn Odermatt, der Meinrad Odermatt in Zug. Er überlegt sich ein paar Sachen zur Unionsbürgerrichtlinie. Er sagt schon mal, das ist so ein elegantes, schlankes Wort, fast ein bisschen soft. Dabei, es sei doch irgendwie ein Gesetz, es werde durchgedrückt, es sei eigentlich eine aggressive Übernahme, sagt der Herr Odermatt. Und es fordert einfach, es sei wie eine erzwungene Zustimmung zur Volksenteignung und zur Volksentrechtung. Es gibt da sehr klare Worte und so. Könnt ihr mir mal schnell helfen, wieder zu definieren, was ist eine Unionsbürgerrichtlinie? Wenn ich zum Beispiel meine 17-jährige Tochter, die jetzt in der Berufsschule fängt, jetzt an, politisch einsteigen und sie sagt immer, ich komme einfach mal nicht raus, erklären wir es einfacher. Was ist die Unionsbürgerrichtlinie? Mike schmunzelt schon. Mike, du bist erst zusammenstoßen. Ich sehe es gerade da, gell? Es ist einfach ein Wahnsinn. Nein, es ist natürlich der freie Zugang oder, zu unserem Sozialwerk, das die Unionsbürgerschaft wird mit sich bringen wird. Vor allem aber auch das Stimmrecht und das Wahlrecht für die EU-Bürger auf kommunaler Ebene. Und ich meine, ich habe ja... Hilf mir schnell, Mike. Ja. Hilf mir schnell. Familie Müller aus Frankfurt. Genau. Ihr passt nicht mehr so in Deutschland. Hm? Und die Unionsbürgerrichtlinie, die existiert jetzt nicht, darum kann sie schon in die Schweiz kommen, aber in der Schweiz arbeiten, aber das wäre es gewesen.
Und mit der Unionsbürgerrichtlinie kann sie was machen in der Schweiz? Hat sie natürlich den freien Zugang in die Schweiz, kann sich hier niederlassen und auch ziemlich zügig dann die Sozialhilfe beziehen. Das würde natürlich eine Überflutung in unserem Sozialsystem bedeuten. Das ist mal Punkt 1. Der Punkt 2 ist aber auch, die Familie Müller kann sich auch einbringen auf kommunaler Ebene. Ich kann sich beispielsweise als Gemeindepräsident wählen lassen, obwohl das man eigentlich noch gar keine richtige Verankerung in der Schweiz hat, sich noch gar nicht so mit der Identität der Schweiz auseinandergesetzt hat. Und dem stehe ich persönlich einfach sehr kritisch gegenüber und das geht nicht. Und das Perfide von dieser Unionsbürgerschaft ist ja, sie steht ja gar nicht in dem Rahmenvertrag drin, sondern es wird natürlich noch ganz elegant über den Europäischen Gerichtshof eingeführt, weil da für die Europäische Union natürlich ein wesentlicher Bestandteil ist oder ein sehr wichtiges Anliegen ist und EU-Recht betreffend wird. Also der EuGH wird das, wenn man eben dem Vertrag zustimmt, durch die Hintertüre einführen und das ist ein absolutes No-Go, wo wirklich die Schweiz den massiv unter Druck bringt. Der Herr Odermatt sagt, er ärgert sich, er fragt sich ja, die EU will mit Zwang 27 Länder zusammenbringen. Dabei sagen ja noch nicht mal Portugal und Spanien eigentlich recht nach, sagen wir sicher nicht, kommen wir zusammen, wir wollen eigene Länder bleiben, oder? Und da fragt er sich, was das soll. Er sagt, warum nicht einfach ein Handelsagreement, ein Handelsabkommen machen, eins mit Verfalldatum, wo man einfach nach 5 oder 10 Jahren würde verfallen und beide Seiten müsste das nachher verlängern, im Idealfall der Souverän von beiden Seiten, müsste dann das Abkommen verlängern. Gute Idee, oder? Ja, ich stehe solchen Ideen kritisch gegenüber. Weil alles, was man eigentlich mal so ein bisschen temporär einführen will, geht dann meistens elegant in eine Verlängerung rein, in einen Automatismus rein. Und man bringt das fast nicht mehr weg. Also wir sehen das selber auf kommunaler Ebene. Amix ist schon die Idee mal aufgekommen. Ich weiss es, wir in Obwalden haben es mal probiert, dass man Gesetze nur befristet für 10 Jahre einführt und dann über die Bücher geht, ob es das wirklich bräuchte. Und dann könnte man sagen, tun wir doch einfach wieder verfallen lassen. So Sachen, so Ideen, die kommen wie nicht durch. Und wir haben es ja zum Beispiel Krippen, Anschubfinanzierungen, das ist ein Dauerbrenner. Also das ist ja, oder die Mehrwertsteuer ist das mal im Fall auch so eingeführt worden. Das wäre eigentlich auch eine temporäre Geschichte gewesen. Und die haben wir einfach mal sein, die steht jetzt einfach. Also für die temporären Geschichten habe ich nicht so grosse Vorlieben. Aber es wird eigentlich mit dem Thema nur mal zu tun. Wo der Maike ein bisschen angesprochen hat, wir sind doch gar nicht so schlecht in dieser Schweiz. Also im Gegenteil. Ich wünschte mir einfach mal ein gewisses Rückgrat, Selbstsicherheit, dass man eben klar unsere Qualitäten und unsere Unabhängigkeit hervorhebt. Und anhand von dem, ich meine, wir sind eines der besten, qualifiziertesten, mit den höchsten Qualitäten Länder in Europa. Und das zeigt ja auch, wie eben die europäischen Länder gerne von uns Produkt wenden, aber umgekehrt sehr gerne die Ware bei uns verkaufen, weil sie genau wissen, sie kommen bei uns in der Schweiz einen guten Preis über. Und sie tun sehr gerne den ganzen Handel durch die Schweiz durchlassen, auf Italien ab. Wir sind ein Knotenpunkt, nicht nur im Verkehr, also im Güterverkehr. Wir sind eben auch der Knotenpunkt in der ganzen Stromversorgung und allem. Und da müssen wir doch einfach anstehen und sagen, hey, hallo, was wollt ihr eigentlich von euch? Wir wollen etwas von euch. Also umgekehrt, der Spiess umkehren. Ich will da gerade einhängen, das ist ganz wichtig, was Monika gesagt hat, mit mehr Selbstbewusstsein auch in die Verhandlungen jetzt gehen. Ich glaube, gerade Großbritannien hat es ja bewiesen, was man erreichen kann, wenn man eben selbstbewusst sagt, was man will und was man nicht will und wo die rote Linie ist. Dann gibt es nämlich Abkommen, wo eben nicht ein EuGH drin ist, wo die Europäische Union das letzte Wort hat. Da hat Großbritannien beispielsweise bei ihrem Vertrag rausgebracht. Und dann noch ein anderer wichtiger Punkt. Auch Zahlen sollte man mal ins Feld führen. Ich meine, die Schweiz ist für die EU doch der viertwichtigste Handels
Partner. Unsere Handelsbilanz ist seit Jahren negativ für die Schweiz. Das heisst, wir führen mehr Waren einführen, irgendwo im Umfang 2018 von 160 Milliarden, ausführen tun wir 142 Milliarden. Das gibt irgendwo eine Lücke von 18 Milliarden Schweizer Franken, wo die Europäische Union oder zumindest einzelne Länder von der Europäischen Union mehr profitieren als die Schweiz. Denn das Landverkehrsabkommen, das ja auch dem Rahmenvertrag soll unterstellt werden. Ja, wer hat denn da ein grosses Interesse, um alle Lastwagen durch die Schweiz durch nach Italien zu bringen? Das ist wahrscheinlich die Europäische Union. Denn die ganzen Kohäsionszahlungen, die in Milliarden gehen, wer hat da ein grosses Interesse? Auch die Europäische Union. Und das sind doch auch Trümpfe oder zumindest Argumente, wo die Schweiz unbedingt sollte besser spielen und auch aktiver verkaufen. Und Monika, dann vielleicht noch zum Schluss noch ein Wort. Ich meine, wir können ja schon handeln mit der Europäischen Union. Wir haben seit dem 72 einen Freihandelsvertrag und der bleibt weiterhin bestehen, ganz egal, was passiert. Genau. Monika, du hast gerade noch Post bekommen, heute hast du gesagt, oder gestern. Was hast du bekommen? Ja, genau. Das habe ich noch spannend gefunden. Ich habe es gerade vor mir, ich habe es gerade ins Büro abgenommen. Das heisst, 75 ist der Jahresbericht von 2020. Vereinigung Schweizer Unternehmen in Deutschland. Das sieht eigentlich noch schick aus. Da habe ich da innen ein bisschen umgeblättert und habe mir jetzt gesagt, ja, Heimatsterne, warum sollten wir jetzt plötzlich Mäuse vor der Katze? Es müsste eigentlich umgekehrt sein. Also wenn ich da jetzt da lese, das ist noch eine spannende Grafik, dass zum Beispiel die Deutschen in der Schweiz beim Güterverkehr das letzte Jahr ich würde jetzt in Tonnen sagen, fast 20 Tonnen eingeführt haben in die Schweiz. Retour von der Schweiz auf Deutschland waren es 5,7 Tonnen gewesen. Also ihr seht, die Schweiz oder Deutschland hat sehr wohl, sehr Interesse, können die Ware in die Schweiz zu beliefern. Weil das ist immer mit irgendwo praktischen Sachen, ob es mit Geld ist, dass sie etwas verkaufen können, ob sie können durchführen. Und bei den Summen ist es dasselbe. Oder? Das ist von Deutschland in die Schweiz rund 71 Milliarden Euro. Und umgekehrt ist es 42 Milliarden gewesen. Also die Deutschen haben einiges mehr in die Schweiz dürfen verkaufen uns. Sie haben das Geld bekommen, vermutlich den besseren Preis, als sie in Frankreich, Österreich oder Tschechien bekommen haben. Also von dem her, der Mike hat es gesagt, wir haben den freien Handel, das ist nicht tangiert überhaupt nicht. Und das beweist, da hat es ganz interessante Grafiken, das beweist, dass die Unternehmen in Deutschland sehr wohl sehr Interesse haben, am Handel mit der Schweiz weiterzutreiben. Ich hoffe wirklich immer schwer, dass der Bundesrat solche Sachen eben auch liest. Oder? Also nehme ich ja mal an, dass er das mitbekommt, aber dass er die Waagschale, die wir auffüllen können mit ganz, ganz vielen Sachen, dass er das realisiert. Das ist schon mal wichtig. Ich habe eine Eingabe vom Jakob Platzmann aus Niederhasli. Also zuerst mal sagt er, dass er sehr froh ist um die direkte Demokratie in der Schweiz, weil im Juni wird ja da die interessanten Vorlagen abgestimmt. Er sagt, das Referendum zum Covid-19-Gesetz. Und er hofft, er wird dort schauen, dass die Vollmachten wieder ein bisschen wegkommen. Und er sagt halt, der Bundesrat schafft die Selbstversorgung in der Schweiz nicht. Er schafft es einfach nicht. Und da ist er froh. Aber er sagt nachher beim Rahmenvertrag, er glaube erst, dass der tot sei, wenn unsere Regierung den Verzicht offiziell der EU mitgeteilt hat. Vorgängig dürfte es noch Erpressungsversuche mit fadenscheinigen Zugeständnissen geben. Also könnte es plötzlich, auch Überraschung für alle, könnte es plötzlich doch noch kehren? Also für mich ist mal wichtig auch zu sagen, das Phantom von dem Rahmenvertrag, oder wo ja eigentlich niemand kennt, doch man kann ihn anschauen, aber das Phantom, wo ja irgendwo im hinteren Kämmerchen entstanden ist, weder ein Parlament hat darüber entschieden, noch irgendjemand ist da einbezogen worden, außer da die paar Freunde und Freunde und weiss nicht was von dem Rahmenvertrag.
dann bin ich sowieso dafür, dass für was sollte überhaupt ein Parlament über ein Phantom irgendetwas abstimmen, wo man ja nicht einmal können mitgestalten, oder? Wir haben ja keine Chance gehabt, irgendwie mitzureden an einem Rahmenvertrag. Das ist für mich ein No-Go, dass so etwas überhaupt aus dieser Schublade genommen wird und an einem Parlament verschwiegen an einer Bevölkerung vorgelegt wird. Einfach schreddern, es gibt gar nichts anderes, schreddern, beerdigen, fertig, Schluss. Wir haben gute Verträge und ich erwarte, dass, wenn man ein Partner ist mit einem Vertrag, dass man sich an Verträge hält. Und wir haben bilaterale Verträge, Punkt und fertig, und da kann man sich daran halten. Alles andere ist eine Bananenrepublik, wenn die Leute sich nicht daran halten oder andere Länder. Du siehst auch, Mike, weder noch im Parlament palavern, noch beim Volk hin und her, sondern einfach begraben. Was sagst du, Mike? Schreddern. Absolut einverstanden mit der Monika. Aber, und da sind Kräfte natürlich im Hintergrund schon dran, es gibt auch Befürworter für den Vertrag und die werden alles geben, dass der Vertrag eben ins Parlament kommt, dass der Vertrag womöglich auch fürs Volk kommt und die werden wirklich alles probieren, um den Vertrag jetzt zu retten. Mir lässt ja da von ganz wilden Geschichten, falls ein Vertrag Bach abgeschickt sollte werden, dass man sogar eine Initiative lanciert, wo man dann dem Bundesrat einen klaren Auftrag gibt, in so einer Richtung etwas wieder auszuschaffen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich, wirklich kritisch heranschauen, das Ganze beobachten und eben auch die Schwachstellen von dem Vertrag immer wieder rausstreichen, die aktuell im Raum stehen. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir an der Unterdrückungsvertrag würden unterzeichnen. Das ist nicht schweizerisch, das ist nicht kompatibel mit der direkten Demokratie. Das sagen übrigens nicht nur Politiker von der SVP, sondern auch renommierte Rechtsgelehrte wie der Karl Baudenbacher, der doch Präsident war vom EFTA-Gerichtshof, der auch sehr kritisch eingestellt ist gegenüber dem Vertrag, der auch von einem Unterdrückungsvertrag für die Schweiz redet. Und ich glaube, diesen Leuten sollten wir Gehör schenken. Und darum müssen wir weiterhin genau anschauen, was da im Hintergrund alles abgeht. Mike, von Berneck bis an die Grenze auf Bregenz führen, wie viel kannst du da mit dem, kannst du da zu Fuß gehen? Kannst du da mit dem Velo gehen? Wie weit ist das? Mit dem Velo etwa 10 Minuten von da, wo okay. Ich wohne, also sehr nah an der Grenze. Gehst du, der Herr Blattmann fragt sich da noch den Vorwurf vom Rosinenpicken. Die anderen werden uns wieder sagen, wir wollen Rosinenpicken. Gehst du auf Bregenz und auf Lindau gehen Rosinenpicken, so eine Woche? Wie machst du das? Absolut nicht. Wir sind doch keine Rosinenpicker, weil schauen wir mal, was wir jetzt haben. Wir haben bilaterale Verträge und das heisst bilateral. Das heisst, wir haben die Verträge auf Augenhöhe miteinander ausgehandelt und das heisst, beide Seiten haben Interesse an diesen Verträgen. Es hat nicht nur die Schweiz Interesse, es hat nicht nur die EU Interesse, sondern beide. Und wenn wir jetzt den Rahmenvertrag würden, unterzeichnen, das heisst, die Verträge werden nachher eben unter den Rahmen gestellt und wir hätten ganz verschiedene Nachteile. Eben, ich habe es gesagt, der Europäische Gerichtshof, der das letzte Wort hat bei allen Themen, die das EU-Recht tangiert, und das sind sehr viele, das könnt ihr euch vorstellen. Dann gibt es aber auch eine sogenannte Superguillotine, die eingeführt wird mit dem Vertrag. Das heisst, nicht nur, wenn wir jetzt den Vertrag möchten künden, nicht nur die bilateralen Kaien weg, sondern alle zukünftigen Verträge würden wegkaien. Und da kann es doch einfach nicht sein, dass man so etwas würde ernsthaft unterzeichnen. Und wenn man sich da dagegen wehrt, dass man dann noch von Rosinenpickerei von Seiten der EU redet, das ist einfach Säbelrasseln, nichts anderes. Sie probieren jetzt da ein bisschen Druck zu machen, aber das kennen wir ja. Wir haben es ja bei den Briten gesehen, da hat man gesagt, und wenn ihr das nicht unterschreibt, was wir euch anbieten, dann wird eure Wirtschaft zusammenbrechen. Dann haben da grosse Probleme nachher, in Großbritannien. Was ist passiert? Am Schluss hat man sich geeinigt, weil eben die Bezüchungen immer gegenseitig sind und von Bedeutung sind für beide Parteien. Und das darf man bei Verhandlungen nie vergessen. Oder? Wenn ich das aus meinem Berufsleben anschaue, ich kann ja auch nicht einfach sagen, ja, ich fange mit dem Preis, wenn ich verhandeln gehe, schon da unten an. Sondern ich muss ja irgendwie mal ein Niveau finden, wo wir nachher können auf- oder runter verhandeln können. Aber wenn ich natürlich alles schon auf den Tisch lege und meine Hose schon runterlasse, bevor die Verhandlungen losgehen, dann sind natürlich die Verhandlungserfolgsaussichten eher schlecht. Monika, du bist Metallbauplanerin, das hast du gelernt. Da würdest du bestätigen, was der Mike sagt. Wie macht man Deals, oder?
Also ich will jetzt mal ein bisschen nüchtern sagen, was will eigentlich Theo? Theo hat ein Interesse. Sie will auch unser Geld. Sie weiss ganz genau, wir sind wirtschaftlich einiges besser gestellt als manches EU-Land. Ihnen reicht das nicht, die Kohäsionsmilliarden, die wir jedes Jahr zahlen, das reicht der EU nicht. Sie wollen mehr Geld. Sie bräuchten Geld, weil sie geben so viel Geld uns. Die haben so einen Sozialstaat uns bietet. Die müssen die Köln irgendwo reinholen. Und ist doch logisch, da würde ich jetzt auch schauen, welches Land ist eigentlich am reichsten, welches können wir dort am meisten anzapfen. Der EU passt natürlich eins nicht. Das ist unsere direkte Demokratie. Es ist ein Gräuel, dass wir nur das Volk kann anfragen. Das hören wir ja immer wieder. Dass gewisse Sachen, das verstehen sie nicht, sie wollen das nicht, sie wollen das nicht akzeptieren, dass eben bei uns der oberste Chef ist das Volk. Und das wird angefragt. Und wir haben jedes Mal Zeit, Möglichkeit, das Volk anfragen. Und Theo will das nicht akzeptieren. Sie wollen natürlich mit der Schweiz klar einen Vertrag machen. Darum ist eben auch die dynamische Rechtsübernahme und all das, eben das Schweizer Volk nicht mehr entscheiden kann. Und vor allem in den wichtigsten Fragen, wenn es ums Geld geht. Und die EU, ich sage, die EU will uns einfach ans Geld, die will uns ans Portemonnaie gehen, weil irgendjemand muss doch jetzt das zahlen, weil sie nicht, ja, die Briten sind ja jetzt abgesprungen, die liefern jetzt nicht mehr das Geld, jetzt haben sie doch einfach ein grosses Problem. Ja. Und das müssen wir am Volk wirklich probieren, so auch zu erklären, warum will eigentlich die EU mit dieser wirklich perfiden Art, wie sie wollen, die Schweiz unter Druck setzen. Sie wollen da uns einfach ans Portemonnaie. Wir haben klare Worte aus Engelberg und aus Berneck gehört heute. Zwei, drei Mal ist das Stichwort Großbritannien gefallen. Ich freue mich, dass wir im Wortwechsel von Auns schon nächste Woche wieder, am nächsten Donnerstag, werden wir wieder einen Teil von London drin haben. Ein Vorstandsmitglied von uns ist aus London und da werden wir wieder ein bisschen genauer hinschauen, wie es jetzt mit Großbritannien eigentlich genau geht. Geht es nicht so schlimm, wie viele Leute haben befürchtet? Es geht nicht schlecht. Wir schauen genauer her nächste Woche. Habt ihr noch eine letzte Beobachtung, Monika und Mike, so ein bisschen zu unserer Geschichte, oder gehen wir jetzt mal in die Ostern uns ein bisschen erholen? Ich nehme an, wir gehen nicht weit. Es ist ja genug schön hier in der Schweiz. Was machen wir an Ostern? Monika, Mike? Bleiben jetzt noch ein bisschen in der Quarantäne. Nutzen die Gelegenheit, unsere schöne Umgebung hier auch. Und ja, ich muss leider die Hoffnung an unseren Restaurant nehmen, dass wir wirklich aufmachen können. Ich glaube nicht, da ist zu viel Angst um. Ich habe es selber gesehen, wo es darum gegangen ist, für die Bierzeröff zu machen. Das BAG wollte gar nicht machen. Selber. Also, das tut mir extrem leid. Und ich hoffe einfach, dass wir endlich Perspektiven bekommen für die Leute für die Zukunft. Mike, deine Ostern? Ich geniesse auch in meiner Region vor allem die Natur. Ich probiere ein bisschen ausgleichen, natürlich, mir zu schaffen. Ich werde aber auch noch einige politische Themen aufarbeiten. Ich habe noch ein bisschen zu vorbereiten für die Finanzkommission und für die Umwelt-, Raumplanung und Energiekommission. Dem werde ich mich noch ein bisschen widmen und selbstverständlich auch alle anderen politischen Themen verfolgen, weil eben der Rahmenvertrag, der ist erst tot, wenn er auf den Tod erklärt ist. Merci, ihr zwei, für mitzumachen. Wir als Auns wollen mit diesem Wortwechsel unserem Publikum ein bisschen klarere Gedanken geben, ein bisschen neue Argumente, den Verstand schärfen. Weil man muss dranbleiben, man muss sich wehren, man muss die Stimme laut machen, man muss argumentieren. Es ist wichtig, dass die Schweiz realisiert und möglichst viel Aha-Erlebnis bekommt, damit die Schweiz bleibt. Der Wortwechsel hier, der ist etwa heute Abend um 9 Uhr ungefähr, ist auf der Website von Auns parat, dass man ihn nachschauen kann. Der nächste Wortwechsel, wie gesagt, am Donnerstag, 8. April, am 17.30 Uhr. Dann wird wieder aus dem Vorstand von Auns der Lukas Reimann, Präsident von Auns und Nationalrat, der Werner Gartemann, Geschäftsführer von Auns,
Und der Nicola Sitta, Professor aus London und auch im Vorstand von uns, die drei Herren werden dabei sein. Merci, habt ihr mitgemacht. Liebes Publikum, lieber Mike, liebe Monika, ich wünsche euch jetzt allen frohe Ostern, wenn wir es dann morgen oder letzten Tag hinter uns haben. Und auf Wiedersehen. Merci, danke. Tschüss miteinander. Ade miteinander.